So, hey Leute, ein weiterer Teil meines meiner kleinen Lua-Geschichte um Starfield. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Starfield läuft einwandfrei. Das heißt, wir haben, wenn die Sterne entstehen im Hintergrund, werden sie dunkel, dann werden sie langsam heller. Und fangen also praktisch im grauen, im tiefen, dunklen Graubereich an und werden dann bis weiß. Wer die alten Bildschirmschoner noch kennt, das ist etwas, was ja, das war irgendwie mal eine große Mode und es war ein großer Hit. Das ist tatsächlich alles 3D, was ihr hier seht. Das ist nicht irgend so ein komischer Trick, sondern ich habe tatsächlich mit 3D gearbeitet. Und die Routine ist denkbar einfach. Ich zeige das einmal kurz. Die üblichen der übliche Aufbau für Encursus, eine kleine Routine Add Stars, mit der ich eine be bestimmte Menge Sterne zupacke. Hier sieht man, dass ich diese Point 3D mache. Ich mache die zwei Punkte, die immer hintereinander liegen, 10 Punkte auseinander. Und hier ist die eigentliche Hauptschleife, die von hier bis da läuft, genau, von hier bis dort. Und die läuft damit, dass ich ganz hinten, also auf der 500er Entfernung, starte ich 20 Sterne und dann lasse ich sie langsam. Hier mache ich jetzt Folgendes, dass ich irgendwie die 3D-Projektion durchführe auf eine temporäre Tabelle, wo ich dann noch die XY-Werte habe, addiere die Z-Koordinaten von jedem einzelnen Stern hoch, sodass sie weiterlaufen, gucke, ob die dichter dran sind als 80 am Viewport, also praktisch dort, wo ich es sehe, und wenn sie dichter dran sind als 80, dann nehme ich sie aus der Liste der Tabelle und dann werden sie getilgt. Das heißt, hier werden die Sterne eingefügt, hier werden sie getilgt. Das heißt, wir haben irgendwie einen ständigen Durchlauf. Das nennt sich eine Queue. Und dann werden sie gezeichnet. Hier ist die Line-Routine, die ich hier drin habe. Die werden dann schlicht und einfach durch die T-Table, also praktisch durch diese temporäre Tabelle, die ich hier oben gesetzt habe, wird das irgendwie einmal durchgezeichnet. Dann lösche ich den Standard-Screen, zeichne den Frame ja, und das war es eigentlich auch schon. Diesen Kram hier, den kann man echt weglöschen. Den braucht man nicht. Hier unten frage ich ab, ob die Q-Taste gedrückt wird zum Abbrechen. Und das war's. Jo, mehr ist das nicht. Ich lasse es nochmal laufen. Das ist so, wie es mal war. Und das alles auf der Konsole, das heißt ohne Grafik. Nette Kleinigkeit. Ich dachte, ich zeige das mal. Ich lade das auch gleich nochmal hoch auf den GitHub. Jo, das war's. Bis dann. Tschüss.